Hallo zusammen. Zuerst möchte ich eine Sache erklären. Und zwar, warum wir heißen, wie wir heißen. Ja? Mein Name ist Carlos Enrique Fischer Fernandez. Viele von euch denken, dass ich so Fischer vielleicht auf eine Chefrau komme oder sowas. Aber die Sache ist nicht. Ich komme aus Chile. In Chile haben wir alle vier Namen. Zwei Vornamen und zwei Nachnamen. Und mein Vorname ist Carlos Enrique. Und Nachname Fischer Fernandez. Fischer kommt von meinem Vater, der ist Fischer. Meine Urgroßmutter war Deutsche, deswegen so sehen alle, dass ich so Deutsche bin. Nee, ich wurde danach viel gemischt. Und meine Mutter hat als Nachname Fernandez. Und deswegen heißen wir Carlos und Stephanie Fischer Fernandez. Genau, ich habe seinen kompletten Namen angenommen. Gut, dann wissen wir jetzt auch Bescheid. Auf zum Thema starker Körper, starker Kopf. Erstmal, ja, warum brauchen wir überhaupt mehr Mut, fragen sich jetzt vielleicht einige. Ja, mein Leben ist doch ganz in Ordnung, ich bin ganz zufrieden, wie es mir geht, wofür brauche ich mehr Mut? Vielleicht kennt ihr diese Erzählung von der Krankenschwester, die in einem Sterbehospiz arbeitet und ein paar Leute interviewt hat, also die kurz vor ihrem Tod waren. Wie war euer Leben? Was würdet ihr jetzt nochmal anders machen, wenn ihr nochmal anfangen würdet? Und die meisten haben geantwortet, mein Leben lief gut, ich war ganz zufrieden. Aber wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, dann würde ich das alles nicht so ernst nehmen. Dann würde ich mich einfach mehr trauen, ja, mehr machen. Und genau darum geht es. Es geht nicht darum, Bungee-Jumping zu machen oder irgendeine Mutprobe, um dann zu sagen, okay, ich habe es mir bewiesen. Es geht ganz einfach darum, authentisch zu sein, zu sich selber zu stehen. Es geht auch darum, Nein zu sagen, wenn ihr eigentlich Nein meint, ja, und nicht irgendwie Ja zu sagen dann. Und ganz wichtig, es geht auch darum, was zu machen, vor dem ihr Angst habt, aber ihr wisst, es wäre gut, wenn ihr es macht, weil es euch weiterbringt und weil es euch erfüllt. Deswegen dieses Thema. Wir machen dafür nicht nur Affirmationen wie, ich bin mutig, ich bin mutig, ich bin mutig. Ja, es geht nicht ins Unterbewusstsein rein. Wir wollen es wirklich in den Körper reinbringen. Und deswegen dieses Thema, mit dem Körper zu arbeiten. Zwei Wege. Und zwar der erste, wie ihr hier seht, lautet, trainiert eine starke Körperhaltung. Okay, warum? Wenn ihr was machen wollt, um euch mehr zu trauen, dann müsst ihr drauf schauen, dass es euch gut geht. Wenn ihr irre gestresst seid, eine ganz niedrige Energie habt, dann brauchen wir viel zu viel Willenskraft, dann schaffen wir das nicht. Deswegen schaut, dass ihr erstmal die Verspannungen loswerdet, aus den Schultern, aus dem Nacken. Und dann merkt ihr, das ist nicht normal, Verspannungen zu haben. Ja, ihr fühlt euch dann richtig, richtig gut und nicht einfach nur ganz okay. Und dann geht es darum, diese schwache Körperhaltung zu durchbrechen. Ja, und deswegen wollten wir heute eine kleine Übung machen. Und ich werde hier sitzen zuerst, weil ihr muss auch mitmachen, wenn ihr das will. Aber wenn nicht, wir machen das trotzdem. So, kein Problem. So, jetzt bitte alle machen die Schulter locker, ganz locker. So. Das nach vorne genau. Fallen lassen. Richtig. Und jetzt macht ihr den Rücken rund nach unten. So. Und jetzt auch dein Kopf, schau nach unten. Und jetzt mach bitte ein Gesicht, ein Nullbock-Gesicht. Und steht dort einige Sekunden. So. Jetzt kommen wir bitte alle hoch. Nochmal. Und jetzt machen wir etwas anderes. Komplett anders. Jetzt stehen alle auf. Aufstehen. Ja, aufstehen. Genau. Aufstehen. Jetzt, Steff, jetzt muss mir helfen, weil mit einer Hand nur schaffe ich das nicht. Beide Arme hoch. Genau. Schultern bleiben locker. Finger gespreizt. Genau. Hände schauen zueinander. Ganz kräftig. So, und jetzt ein kräftiges Gesicht. So, alle gucken. So mit Energie. Zähne zeigen. Voll Energie. Jawohl, komm. Atmet ganz ruhig. Die Atmung fließt weiter. Bauch geht raus. Und jetzt bleiben wir hier. 20 Sekunden in dieser Position. Und los. Denkt dran, der Atem muss fließen, nicht die Atmung anhalten. Beim Ausatmen geht der Bauch leicht rein. Beim Einatmen werdet ihr ganz weit. Schultern bleiben locker. Ja, und jetzt kommen wir langsam mit den Händen runter. Und jetzt, wie fühlt euch? Welchen Unterschied bemerkt ihr? Habt ihr mit der letzten Übung ein bisschen mehr Energie?
Oder seid ihr gleich wie vorher? Schon ein bisschen mehr. Zumindest sehen alle ein bisschen wacher aus. Was haben wir jetzt gemacht? Okay, so. Danke, ihr könnt euch wieder setzen. Wir sind von einer schwachen Körperhaltung zu einer starken über. Warum? Im Alltag ist es ganz oft, vielleicht habt ihr auch gemerkt, die erste Haltung, die fiel euch leicht. Ja, dieses nach Schultern, nach vorne, dieses buckelige Sein. Gerade wenn wir viel sitzen, passiert mir auch. Deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, sich immer wieder zu öffnen, hier mehr Raum zu schaffen. Dann kommt automatisch mehr Sauerstoff rein, aber auch einen festen Stand zu haben. Weil wir dann automatisch durch unsere Körperhaltung dem Gehirn suggerieren, dass wir in einem starken Zustand sind und nicht in diesem ängstlichen, ja, wo wir den Kopf einziehen, die Schultern hochziehen. Geschieht alles unbewusst, aber es wirkt. Wenn es euch interessiert, schaut mal bei Google nach Power Poses. Gibt interessante Studien dazu, wie wir durch so eine Haltung in 90 Sekunden schon mehr erreichen, als wenn wir so eine schwache Körperhaltung einnehmen. Ganz wichtiges Thema. Jetzt die Frage, okay, wie trainieren wir sowas? Überraschung, mit Yoga. Echt, wirklich? Ja. Ja, Yoga ist mehr als reine Entspannung. Streckt mal, wer macht Yoga? Okay, noch nicht so viele? Die anderen probiert es vielleicht auch nochmal. Weil Yoga ist nicht nur Entspannung, Yoga ist, kann auch richtig Krafttraining sein. Vor allem aber auch Körperspannung. Die eigene Haltung, ja, wirklich neu aufzubauen, sodass ihr keine Rückenschmerzen mehr habt. Dass ihr aber auch richtig mehr Selbstvertrauen aufbaut, weil ihr dem Körper andere Muster zeigt, die er sich dann einprägt. Das war der erste Weg. Ja, und der zweite Weg ist, dass ihr einen Sport sucht, das eure so Energie und Kraft verarbeitet. Auch, dass ihr regelmäßig an eure Grenzen kommt, so dass ihr immer so voll Energie und voll Power die ganze Zeit in diesem Sport macht. Und am Ende die 70-30-Kombi, die ich nenne. Und was ist das? Das ist genau 70% kommt von eurer Leistung, von eurem Einsatz, von eurem Mut. Und der andere 30% kommt von der Umgebung, die euch in der Nähe ist, die Stimmung von den anderen, die Unterstützung von euren Freunden. Und hier habe ich eine kleine Geschichte. Als ich in Chile gewohnt habe, habe ich Leichtathletik gemacht, als Leistungssport. Ich habe 6 Tage der Woche trainiert und ich war fast immer allein. Die einzige Person, die mit mir war, war mein Trainer und ich war immer so einsam dort. Aber danach habe ich einen Sport kennengelernt und dieser Sport ist Klettern und Bouldern. Und mit diesem Sport habe ich diese 3 Punkte erfüllt. Weil zum Beispiel, um klettern zu können, brauchst du Kraft und Energie, Beweglichkeit. Wenn du keine Kraft hast, du kannst mit dem Sport deine Kraft trainieren und dann wirst du einfach mehr weiter und weiter kommen. Du kommst regelmäßig an deine Grenze. Wenn du nicht an deine Grenzen kommst, dann fühlst du, dass du einfach nicht richtig diesen Sport machst. Und wenn du nicht schaffst, an diese Grenze zu kommen, und zum Beispiel du bist in einer Route und dann plötzlich denkst du, dass du fallen wirst, dann kommt der andere Anteil, das war die 70% von deiner Part und der andere 30% kommt von deiner Umgebung, zum Beispiel deine Freunde oder die Leute, die daneben sind, die vielleicht du gar nicht kennst und die unterstützen dich und sagen, ey, komm, weiter, komm, vamos, die sagen das. Und dann schaffst du Sachen, die du ohne diese Energie und diese Unterstützung so erreichst. Und deswegen, ich finde, Kletter ist so sehr gut, um diese 3 Punkte zu machen. Bin ich so kräftig, kein Muskelprotz hier. Und für mich ist das Klettern wirklich dieses Symbol, dass wir so viel mehr schaffen, als der Kopf uns eigentlich sagt. Ja, es geht also darum, nicht irgendwie nur eine Erfolgstheorie zu lesen und sich dann zu sagen, ja, ich schaff's schon, sondern richtig ins Doing zu kommen. Und bei anderen Sportarten schafft man das vielleicht auch, aber das Klettern war für mich, wie gesagt, so ein Punkt, auch wenn du nicht so viel Kraft hast,
ja, es steckt einfach so viel drin. Und dann kommt natürlich auch die Angst immer hoch. Und dann zu sagen, ich lasse mich davon nicht abhalten, sondern ich mache es trotzdem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, eure Motivation zum Klettern, aber die ist es für mich, also sich stretchen und dann weiterzugehen. Um dann auch im Alltag zu sagen, okay, ich habe Bock auf ein Buch zu veröffentlichen oder, keine Ahnung, ein Geschäft zu gründen oder sonst was und dann machen. Das waren die zwei Wege. Wie könnt ihr dann noch ein bisschen die Effektivität steigern, dass es noch wirksamer wird? Beides machen. Ja, Kombi 1 und 2. Warum? Wenn ihr nur zum Beispiel Yoga macht, um mal diese beiden Beispiele aufzugreifen, dann könnt ihr auch immer innerhalb von eurer Komfortzone Yoga machen. Immer nur entspannen oder nie Gleichgewicht machen. Ja, in meinen Yogastunden, die Leute hassen Gleichgewicht, ich mache es aber trotzdem immer, weil es einfach so wirksam ist. Und umgekehrt, wenn wir nur klettern, aber gar nichts mit unseren Verspannungen machen, mit unserem Körpergefühl, mit dieser starken Körperhaltung, dann haben wir vielleicht Spaß beim Klettern, aber dann kommt dieses Angstthema vielleicht mehr und dass wir uns selber begrenzen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen die Kombi mit Climbing Flex, Yoga für Kletterer und Klettern, weil es für uns beide einfach so super funktioniert hat. Und ganz oft hören wir von Leuten, oh ja, das klingt gut, aber ich habe eigentlich keine Zeit. Mal ehrlich, wir alle sind beschäftigt, oder? Deswegen geht es auch darum, wie versteht ihr das? Ist das was zusätzlich in eurem Kalender steht, so ein To-Do? Ich muss es machen. Ich finde, ein wirksameres Bild ist mehr dieses, ich schärfe die Säge. Ihr kennt dieses Bild bestimmt, dieses ja, mit einer stumpfen Axt schlagen, es bringt euch nicht weiter. Schärft die Säge und dann seid ihr in der Lage, auch im Alltag einfach euch besser zu fühlen.